aufklären. Wirkliche Wissenschaft und Magnetismus sehen und erfahren wir jedes Mal, wenn wir einen Kompass waagerecht halten und er gleichzeitig nach Norden und Süden deutet, wie es nur auf einer flachen Erde möglich ist. Befindest du dich auf einer kugelförmigen Erde, würde der Kompass niemals nach Norden zeigen, weil du dich irgendwo unterhalb des Nordpols befinden würdest. Du wärst niedriger als er und die Nadel des Kompasses würde ins Weltall zeigen, anstatt nach Norden. Die nach Süden zeigende Nadel würde in das Weltall hinter dir zeigen. Der Kompass richtet sich nach dem tatsächlichen Magnetismus der Erde. Dieses Instrument funktioniert nur auf der flachen Erde, genau wie viele andere Dinge, die wir hier besprochen haben, nur auf einer flachen Erde funktionieren. Mich machten Leute auf der Konferenz mit den Wahrheitssuchern, die ich vor ein paar Wochen besuchte, auf eine Sache aufmerksam. Einige der Redner sagten, hör mal, ich möchte das Thema flache Erde nicht diskutieren, weil ich immer noch nicht die Mondfinsternis verstehe. Eric, wie kann man denn das Phänomen der Mondfinsternis erklären? Die moderne Wissenschaft gibt uns die Erklärung, dass eine Mondfinsternis geschieht, weil Sonne, Erde und Mond wie drei Billardkugeln in einer 180 Grad geraden Linie sind, Syzygie genannt, so dass der Schatten der Erdkugel von der Sonne vollkommen auf den Mond geworfen wird. Und sie behaupten, das sei ein Beweis für die kugelförmige Erde. Wenn man wiederum darüber nachdenkt, dann gibt es keinen Beweis dafür, dass es tatsächlich der Erdschatten ist. Die Menschen durften im Laufe der Geschichte viele Male Eklipsen beobachten, bei denen Sonne und Mond beide gleichzeitig oberhalb des Horizonts sichtbar waren, was beweist, dass es unmöglich der Schatten der Erde sein kann. Wie sie behaupten, wie die Logik vorschreibt, wären sie dabei alle in einer geraden Linie aufgereiht, um den Schatten auf den Mond zu werfen, und bei vielen Beispielen ist dies nicht der Fall. Somit muss irgendeine andere Erklärung für das Phänomen gesucht werden. Diese freimaurerischen Pseudowissenschaftler geben uns ständig Antworten auf alles. Die Antwort muss nicht objektiv bewiesen sein, sie muss nur glaubhaft sein. Und so verhält es sich mit ihrer Antwort auf die Eklipsen. Sie scheint zwar glaubhaft zu sein, schaut man jedoch nach objektiven Beweisen, dann stellt man fest, dass Sonne und Mond, selbst nach ihren eigenen Aufzeichnungen, jenen der britischen Königlichen Astronomischen Gesellschaft, über 50 Mal in den letzten 500 Jahren zur selben Zeit am Himmel gesehen wurden, was beweist, dass es nicht möglich ist, dass der Erdschatten von der Sonne auf den Mond geworfen wird. Sie behaupten es jedoch immer weiter, schreiben es in Lehrbücher und die Leute glauben es. Tausende Jahre vor dieser verkehrten modernen Wissenschaft gab es eine Weltlehre, die behauptete, es gäbe einen dunklen dritten Himmelskörper, der die schwarze Sonne genannt wurde, und diesem wurden die Eklipsen zugeschrieben. Sie besagt, dass der dritte Körper gleich groß wie Sonne und Mond war, ebenfalls scheibenförmig wie sie, und bei einer Eklipse über sie wandert. Dies wäre es, was Sonnen- und Mondfinsternis verursacht. Nun ist dies ein Geschehen im Himmel, somit habe ich nicht die Technologie, dorthin zu fliegen, um nachzuschauen, ob es dort oben einen dunklen Himmelskörper gibt. Also werde ich nicht behaupten, dass dies ganz sicher die Erklärung für Eklipsen ist. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass die Erklärungen der modernen Wissenschaft hinsichtlich des Erdschattens auf dem Mond verkehrt sind und ein dritter Körper zwar einleuchtend ist, es könnte jedoch auch etwas anderes sein. Man sollte hier wiederum auf echte Beweise warten, bevor man sich für eine Erklärung dieser Phänomene entscheidet, und bis man sie nicht hat, darf man ruhig im Zustand der Unkenntnis sein. Es ist völlig in Ordnung, es nicht zu wissen. Nur weil dir jemand eine Antwort gibt, bedeutet dies nicht, dass man sie glauben soll. Stattdessen sollte man alle Möglichkeiten erwägen, bis man sich durch objektive Beweise eindeutig auf eine Feststellung beschränken kann. Sagen dir die Salzebenen Südamerikas etwas, Eric? Wie die Salar de Uyuni? Ja, wie groß sind sie eigentlich? Mehr als 10.000 Quadratkilometer groß. Richtig, vollkommen flach und plan. Ich habe Fotos und Videos von ihnen gesehen. Himmel und Erde scheinen in der Regenzeit fast zu einer Einheit zu verschmelzen. Denn es gibt eine reflektierende Wasserfläche über der planen Oberfläche und man kann sie in alle Richtungen sehen. Oh ja, wieder ein Beweis für die flache Erde. Eric, wenn wir beiden uns in ein Segelboot setzen und von Los Angeles westwärts in einer geraden Linie segeln, was würde geschehen, wenn wir immer weiter diesen Kurs beibehielten? Wir würden feststellen, dass westwärts nach einer Weile keine gerade Linie sein würde und wir Kurven machen müssten. Je näher man am Nordpol ist, desto kräftiger oder schärfer wäre die Kurve. Je weiter man vom Nordpol entfernt ist, desto weniger gebogen wäre die Kurve.
Man richtet sich nach dem magnetischen Norden. Wenn der magnetische Norden, sagen wir, 90 Grad zu deiner Rechten wäre, dann würdest du im Kreis um die Erde fahren. Und dies ist es, was Magellan und die anderen Seefahrer, die die Erde umrundet haben, taten. Globalisten nehmen dies erneut als Beweis für ihre Erdkugel. Sie sagen, Seefahrer wie Magellan segelten den ganzen Weg um die Erde herum und kamen genau an den Punkt zurück, an dem sie starteten. Und das ist der Beweis, dass die Erde kugelförmig sein muss. Genau dasselbe kann man jedoch gleichfalls im Kreis auf einer flachen Erde ausführen. Also alles, was sie taten, ist eine Linie um den Nordpol und einige Mündungen und Buchten um die Kontinente zu skizzieren und dorthin zurückzukehren, wo sie lossegelten. So wie man einen Kompass als Mittelpunkt in der Mitte eines Blatt Papiers setzen kann und einen Kreis um diesen Punkt skizzieren kann. Dies ist, was Magellan und weitere sogenannte erdumrundende Seefahrer getan haben. Was sie allerdings nicht getan haben, ist vom Nordpol zum angeblichen Südpol zu segeln, um die Kugel herum und dann zum Nordpol zurück. Diese Art der Erdumrundung in Nord-Süd-Richtung kann nicht geschehen, in Ost- und Westrichtung geschieht dies aber regelmäßig. Sie lügen erneut und behaupten, dass sie es taten. Man wird allerdings keine objektiven Beweise dafür finden, dass irgendjemand jemals die Erde in Nord-Süd-Richtung umflogen oder umsegelt hat. Bekennende Freimaurer lügen uns wieder mal an. Wenn ich an den Nordpol denke, sagen wir mal, ich habe so eine Art Gerät, das mir anzeigt, dass ich nach Norden gehe, ein Kompass. Wenn ich an der Spitze des angeblichen magnetischen Bergs stehen würde, würde der Kompass dann durchdrehen? Wie war das bitte? Also wenn ich einen Kompass hätte und ich an der Spitze des magnetischen Berges am Nordpol stehe, würde der Kompass dann durchdrehen, also verrückt spielen? Gute Frage. Ich weiß es nicht, ob es dort tatsächlich einen magnetischen Berg gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dir dein Kompass einfach aus der Hand gerissen würde und am magnetischen Berg unter dir haften würde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Erzählung wahr ist oder nicht. Der Mann, der uns den heutigen Weltkartenentwurf der Erdkugel beschert hat, Gerhard Mercator, hat anno 1564 wirklich eine Karte präsentiert, welche den Nordpol als einen Berg darstellt, von welchem all die Flüsse wegströmen, so wie es in der Geschichte hindurch, in der Bibel, den vedischen Schriften und weiteren Erzählungen beschrieben ist. Sie schildern den Nordpol als ein Wunderland, ein Paradies. Ich glaube diesen Berichten nicht zwangsläufig mehr, als ich jenen glaube, bei denen sie mit einem GPS-Gerät auf eine Eisfläche gehen und sagen, seht nur, wir sind am Pol. Mir scheint es, als könnte es so oder so sein, obwohl ich dazu neige, nicht den uns bekannten Lügnern Glauben zu schenken. Wenn ich doch weiß, dass uns diese Globalisten seit 500 Jahren belügen, neige ich nicht dazu zu glauben, dass der Nordpol und Südpol das ist, was sie da verbreiten. Ich tendiere mehr dazu, den altertümlichen Berichten zu glauben, die aus heutiger Sicht ziemlich verwegen sind, sodass ich nicht sage, ja, das glaube ich, es gibt dort einen magnetischen Berg oder einen gelartigen Nordpol, wie beispielsweise Pytheas von Massalia berichtete. Es ist jedoch interessant, es ist so ganz anders als das, was sie ihren Untertanen eintrichtern. Ich bin ein Mensch mit offenem Geist, der weiß, dass er belogen wird. Ich bleibe also kritisch und unvoreingenommen, bis ich weitere Beweise dafür sehe, was der Nordpol sein könnte. Ich werde nicht einfach sagen, ich sah sie im Fernsehen auf einem GPS-Gerät den 90. Grad erreichen. Das bedeutet, sie haben es geschafft. Die Mercator-Projektion ist die Weltkarte, die uns ständig in Lehrbüchern und so weiter gezeigt wird, und sie ist es meist auch, welche wir auf diesen computeranimierten Bildern der Erdkugel zu sehen bekommen, die uns die Weltraumagenturen zeigen. Aber was ist mit der Peters-Projektion? Ist sie nicht die korrekte? Und wenn sie es ist, sollten wir dann nicht sie auf diesen CGI-Bildern sehen? Die Peters-Projektion ist insoweit eine etwas bessere als diejenige, welche wir zu sehen bekommen, dass die relative Größe der Kontinente realistischer ist. Sie ist jedoch eine rechteckige Weltkarte und ein angeblicher Beweis für ihre Erdkugel. Daher ist die Peters-Karte auch nicht sehr viel genauer. Die Weltkarte von Gleason, die eine Luftverkehrskarte ist, und die von Hammond auch eine solche, sind beide Weltkarten der flachen Erde, die ziemlich beliebt sind. Es gibt zwischen ihnen keine Abweichungen. Wenn es jedoch um die Flugrouten geht, von denen wir bereits sprachen, halte ich die Gleason und die Hammond-Karten für ziemlich genau, was das betrifft. Es mag Unterschiede bei den Höhen oder den Längenangaben von dies und jenem geben. Wir haben jedoch wohl keine vollkommene Karte der Erde, diejenige jedoch, welche
welche ihr am nächsten kommt, ist die Karte der flachen Erde. Sie erklärt die Flüge in der südlichen Hemisphäre viel besser als die Peters, die Mercator oder andere Projektionen. Es macht einfach keinen Sinn, warum Fluglinien zum Beispiel bei einem Flug von Südafrika nach Australien den ganzen Weg hoch in die nördliche Hemisphäre unternehmen, bevor sie wieder dann nach unten gehen, wenn sie doch einfach in den südlichen Breiten entlang einer geraden Route fliegen könnten, ob nun bei der Mercator oder bei der Peterskarte. Auf den globalen Karten sehen wir diese Zickzackrouten und das ist sicherlich nicht der Fall auf der realistischen Weltkarte, die sich mehr an eine Karte der flachen Erde ausrichtet, auf der sich alles um die Erde dreht und der Nordpol der Mittelpunkt ist und nicht die Spitze auf einer Kugel. Was bedeutet das für die Astrologie, Eric? Macht eine flache Erde tausende Jahre dieser Weltsicht zunichte? Ganz im Gegenteil. Die rotierende Erdkugel ist es, welche die Astrologie zunichte machte. Denn die Globalisten änderten ihre Beziehung zur Astronomie, als sie damit begannen, uns zu belügen. Die Astrologie behauptet, dass die Bewegung der Sterne, die Wandelsterne, sprich Planeten über uns, eine Wirkung auf Leben und Bewusstsein von Dingen auf der Erde haben, was in einem geozentrischen Weltbild Sinn macht, bei welchem sich alles um uns dreht und mit uns verbunden ist. Bei dem Modell der rasenden, rotierenden Erdkugel in einem endlosen Weltall macht Astrologie keinen Sinn, weil diese Objekte nur sich drehende Staubkugeln sind, die es aus keinem bestimmten Grunde gibt, so wie wir Menschen ja auch einfach so entstanden sind. Also, wie sollte es dann irgendeine Art von Bedeutung zwischen den Sternen und uns geben, was das Bewusstsein betrifft? Denn laut ihnen entstand Bewusstsein ja angeblich nur aus einem materiellen Vorgang, einem Urknall. Somit ist es in Wirklichkeit ihr Weltbild, welches die Astrologie unwichtig macht. Das Weltbild, von dem die Menschen tausende Jahre überzeugt waren, damals, als die Astrologie befürwortet wurde und die Geschichten über die Sterne geschaffen wurden, war auf dem Modell der geozentrischen flachen Erde gegründet, bei dem sich alle Sterne um uns drehen. Also, wenn überhaupt, so gibt die flache Erde der Astrologie ihre Bedeutung wieder und zeigt, dass die Erde ausschlaggebend ist und sich alle Himmelskörper um uns drehen, was unsere Wichtigkeit bezeugt. Wie es Shakespeare in seinem Stück »Wie es euch gefällt« ausdrückt, die ganze Welt ist eine Bühne und alles steht hier für uns bereit, ist für uns geschaffen worden und wir sind die Darsteller. Gott kann man sich als das höchste Bewusstsein vorstellen, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, den es bereits vor Raum, Zeit und Materie gab, der diese Yin-Yang-Welt der Dualität und Illusion schuf, in welcher wir von unserer ursprünglichen Einheit, von unserem Gott getrennt wurden und in diese dualistischen Körper von Mann und Frau unter einem Himmel mit Sonne und Mond in einer Welt von Gut und Böse gesteckt wurden, in der wir unser subjektives Bewusstsein fragen müssen, ob wir uns entscheiden, zu den Gipfeln des Guten emporzuschwingen oder in die Tiefen des Bösen hinabsteigen zu wollen. Und das ist es, was wir hier darstellen. Wir sind alle subjektive Teile von diesem einen Bewusstsein, das uns schuf, damit wir hier in dieser Weltbühne spielen und unsere Erfahrungen sammeln. Diese Bühne, die für uns bereitet wurde und diejenigen, die sie momentan beherrschen, sind damit beschäftigt, dich nicht daran glauben zu lassen, dich zu überzeugen, dass du nur ein unbedeutendes Staubkorn bist, dein Leben keinen Zweck hat, du nichts als ein Sklave und ein Konsument bist und dass die Gesellschaft auf Genusssucht, Eigensinn und Individualität aufgebaut sein sollte, anstatt auf geistigen Werten. Und natürlich verwenden die Herrschenden die Religion, um die Spiritualität zu kontrollieren, sie in dogmatische Käfige zu stecken. Sie sagen, du musst dich für eine unserer Religionen entscheiden, mit der wir dich glücklich machen. Glaubst du nicht an unser atheistisches, nihilistisches Weltbild, den ganzen Unsinn mit der rotierenden Erdkugel? Und du kannst dich nicht von der Vorstellung einer intelligenten Gestaltung der Welt trennen? Na gut, hier haben wir Brahma, hier haben wir Jesus, hier haben wir noch Mohammed für dich. Und wir haben noch viele weitere Manifestationen von Göttern, an die wir dich glauben lassen können. Und dann stecken wir dich halt in einen von diesen Gedankenkäfigen hinein, damit du nicht deinen eigenen Verstand einsetzt, dein eigenes kritisches Denken und in deinem eigenen Leben dein eigenes spirituelles Bewusstsein entwickelst und weiterentwickelst. Wir wollen dich in diesem kleinen Käfig behalten. Wenn du aus dem Käfig der modernen Pseudowissenschaft fällst, dann fangen wir dich in den islamischen, judäisch-christlichen, buddhistischen oder was auch immer Käfigen auf, um dich zu integrieren. Wie du sagtest, Mel, die Opposition kontrollieren. Sie kontrollieren alles. Wo immer du dich auch auf der Suche nach dem Zugang zur Wahrheit hinwendest, dort stehen sie schon längst als Torwächter, die dafür sorgen, dass du nicht zur Wirklichkeit durchdringst. Ich rate daher, suche nicht mit ihrer Hilfe danach, finde es selber einfach heraus.
Keine Religion hat die Antwort, die moderne Wissenschaft nicht, ich habe sie nicht, Mel, du hast sie auch nicht. Du selber hast sie jedoch. Du selber bist dein ganzes Leben lang dafür zuständig, nicht irgendeine dogmatische Erklärung oder irgendein Gerücht anzunehmen, sondern stattdessen jeden Tag dein eigenes Verständnis der Welt zu entwickeln. Wenn du immer gescheiter wirst, wenn du dein eigenes Gespür und eigenes Urteilsvermögen einsetzt, um die Welt um dich herum zu verstehen. Und dies ist dann deine Religion, dein Weltbild, deine Spiritualität. Nenne es, wie du willst. Es liegt nur an dir, dies herauszufinden. Und wenn du es anderen überlässt, egal wie gut sie es mit dir meinen, Christen, Buddhisten, wer auch immer, das ist nur deren Erfahrung, nicht deine eigene. Sicher, lies ihre Werke. Ja, lerne von ihnen, jedoch die Erfahrung oder die Religion von jemand anderem zu übernehmen, zu bekennen, ich bin Christ, ich bin Moslem. Und dann das tun zu müssen, was alle Christen, Moslems und so weiter tun, und was in dem jeweiligen Glaubensbuch steht, engt dein Leben plötzlich ein, macht es zu einem winzig kleinen Käfig und alle Gedanken und Taten müssen sich nur nach diesem einen Buch richten, die Bibel oder was auch immer. Es gibt Millionen gute Bücher. Wie kannst du da ein einziges auswählen und sagen, das ist es, das hier mag ich. Ab jetzt sage ich, dass ich alle Antworten auf alle Lebensfragen in diesem Buch finden werde, ganz egal, was du mich auch fragst. Was möchtest du wissen? Ich schaue nach. Du schlägst beispielsweise die Bibel auf, Matthäus 7, 24, liest dir ein symbolisches, metaphorisches Gleichnis durch, dessen Sinn man drehen und wenden kann, wie man immer möchte, und da hast du dann deine Antwort auf eine Lebensfrage gefunden. Und dann beginnen die Leute ihr Leben an diesem Buch auszurichten, anstatt sich ihres eigenen Hirns und kritischen Denkens zu bedienen. Sie verwenden einfach altertümliche Metaphern und behaupten, dass sie irgendetwas beweisen würden. Die Bibel kann auf diese Weise beweisen, was auch immer du willst. Es gibt in ihr Abschnitte, die aussagen, dass die Tiere vor Adam und Eva geschaffen wurden. Und es gibt Abschnitte, die aussagen, dass Adam und Eva vor den Tieren geschaffen wurden. Es gibt Passagen darin, die sich vollkommen widersprechen, wie bei den meisten Glaubensbüchern. So ist die Wirklichkeit nun mal. Wir können uns nicht auf die Einstellung von jemand anderem verlassen. Wir müssen uns auf unsere eigene verlassen. Darauf möchte ich hier hinaus. Manche Leute belästigen mich, indem sie versuchen, mir ihre Meinung aufzuzwingen. Mehr jedoch stören mich die Leute, die sagen, Mel, schau nicht dorthin, öffne nicht diese Tür, weil sich nichts dahinter befindet. Das regt mich richtig auf. Ich treffe ständig Leute, die sagen, erforscht nicht die flache Erde, sie ist nur ein Ablenkungsmanöver. Schaut mal, liebe Leute, ich möchte nur antworten. Ich möchte den Schleier lüften. Wenn es sich nach all den Interviews, die ich mit Eric Dubay und vielen anderen führte, herausstellt, dass wir auf einer Kugel leben, ja, dann ist es halt so. Wenn ich jedoch zu diesem Zeitpunkt auf einen hohen Berg steige oder in einem Flugzeug aufsteige, dann sehe ich keine Krümmung. Alles, was ich zu sehen kriege, sind mit einer Fischaugenlinse gemachte Fotos. Und diese sind es dann auch, welche die Leute anschauen und sagen, die Erde ist kugelförmig, man kann es auf diesen Fotos sehen. Lasst mich doch bitte meine eigenen Nachforschung anstellen. Eric, hast du diese Tauchfahrzeuge gesehen, die weit hinab in die Tiefsee fahren und dort erstaunlicherweise Bäume, Blätter, Wasserfälle und Flüsse am Meeresgrund vorfanden? Hast du das auch gesehen? Ich habe eine Dokumentation des Tiefseeforschers Mike de Grey gesehen, in welcher er beschrieb, wie er in die Tiefen des Golf von Mexikos hinunterfuhr, einer der tiefsten Orte im Atlantik, und so etwas wie einen See sah, auf dem so etwas wie Dampf aufstieg und, wie du sagtest, kleines Grünzeug und sowas auf ihm. Sie wollten mit ihrem Fahrzeug in den Unterwassersee hineintauchen oder was immer er sein mag, und als sie es versuchten, prallten sie von seiner Oberfläche ab. Er war so salzhaltig, dass man mit dem Tauchfahrzeug aus Metall nicht eindringen konnte, als ob es da so eine Art andere Ebene von besonders salzhaltigem Wasser unterhalb der Meeresspiegel gibt. Wie du weißt, Mel, erzählen die Bibel und andere Glaubensbücher tatsächlich so etwas. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel heißt es, dass Gott das Wasser unter den Festen von dem Wasser über den Festen scheidet. Eines der ersten Dinge, die Gott tat. Was bedeutet dieser Vers im ersten Kapitel im ersten Buch Mose? Es ist interessant, so etwas zu sehen, und